Hallo zusammen. Im Juli habe ich mit zwei Freunden Taiwan besucht. Die Hauptstadt Taipei empfängt uns mit der bekannten schwülheißen Luft und wir kommen gleich mächtig ins Schwitzen. Das Anwesen der Familie Lin stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir sehen hier, wie damals eine Kaufmannsfamilie gelebt hat. Dieses gewaltige Tor der Freiheit öffnet den Blick auf die Gedenkstätte des Mannes, der über Jahrzehnte das Schicksal Taiwans bestimmte, Chiang Kai-shek. Diese bombastische 70 Meter hohe Halle wurde 5 Jahre nach seinem Tod im Jahre 1980 eingeweiht. Ein kleiner Imbiss zur Stärkung und es geht mit der Metro zur Stadtresidenz von Chiang Kai-shek. Es ist eine von 15 Residenzen im Land. Hier lebte der Diktator bis zu seinem Tode. Hieran angeschlossen ist eine riesige Parkanlage. Der Longshan-Tempel wurde 1738 erbaut. Hier wird die Göttin Guan Yin verehrt. Die Atmosphäre durch die vielen Räucherstäbchen kann man hier nur erahnen. Der Stadtflughafen ist in der Nähe unseres Hotelzimmers. Nein, hierhin hat sich kein Schiff verirrt. Der Taipei 101 misst 508 Meter und ist das Wahrzeichen von Taipei. Dieser enorm schwere Dämpfer verhindert das Schwanken des Gebäudes bei Wind und Sturm. Der Aufzug bringt uns mit 60 Stundenkilometern in den 89. Stock, von wo wir eine tolle Aussicht haben. Auf einem kleinen Platz neben unserem Hotel sahen wir diese Aufführungen. Und da sind wir schon auf einem der vielen beliebten Nachtmärkte. Auch das gehört zu Taipei. Überall Hinweise auf Luftschutzbunker. Alle hoffen, dass es politisch beim Säbelrasseln bleibt. Die Lin Antai Hofanlage wurde 1785 bis 1823 erbaut und ist das älteste Wohngebäude Taipeis. Wir erhalten einen guten Eindruck vom Leben der damaligen Oberschicht.
Gleich nebenan, am Pavillon der Träume, nehmen wir den kräftigen Regenschauer zum Anlass, erstmal lecker Kaffee zu trinken. Der Konfuzius-Tempel gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Taiwans. Der Ehrentitel Erste Schule Taiwans weist auf die Gründung 1665 als Ausbildungsstätte für die konfuzianische Lehre hin. Gestärkt haben wir uns in dieser kleinen, familiär geführten Kaffeerösterei. In der Metrostation trafen wir auf dieses Experiment Biogemüseanbau. Für Kurzweil sorgte heute ein Besuch in Taipeis Zoo. Diese Stelle haben wir, ohne bekleckert zu werden, passiert. Wir speisten mit anderen Gästen an einem Tisch. Die Sun Yat-sen Gedächtnishalle erinnert an den Gründer der Republik China. Jede Stunde wird ein Wachwechsel durchgeführt. Der Guandu-Tempel ist ein chinesischer Tempel, welcher der Göttin Masu gewidmet ist. Mit dem Schnellzug geht es jetzt mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern nach Kaohsiung im Süden von Taiwan. Im Sangfong-Tempel von 1672 vermischen sich verschiedene Glaubensrichtungen. Und auch Christoph tut etwas für sein Seelenheil.
Bei der Hafenrundfahrt lassen wir die beeindruckende Skyline von Cao Zhuyong an uns vorüberziehen. Kunst, Kunst, Kunst gibt es am Pier 2. Für die Kleinen gibt es eine Mini-Eisenbahn. Wir besuchen danach das kleine Eisenbahnmuseum. Mit der Straßenbahn fahren wir zum Nachtmarkt, um uns von den Strapazen des Tages zu stärken und zu erholen. Willst du noch welche? Aber sicher doch. Das Taxi bringt uns rauf auf den Hügel zum ehemaligen britischen Konsulat. Von hier haben wir eine tolle Aussicht auf die Hafenanlagen. Zur Klarstellung: Alle Nachtmärkte haben wir natürlich nicht besuchen können. Mit Fahrer und Mietwagen geht's für uns drei zum Südzipfel Taiwans. Die Strände sind alle wenig besucht. Christoph umrundet den Leuchtturm. Er glaubt fest daran, dass es ihm Glück bringt. Unser heutiges Ziel ist Taitung, eine kleine 100.000 Einwohnerstadt. Ab heute chauffiert uns Frau Wang an der Ostküste entlang. Die Taiwaner laufen hier mit Schirmen gegen die starke Sonneneinstrahlung rum. Eine Rarität in Taiwan. Wir treffen einen richtigen Motorradfahrer. Frau Wang erklärt uns das nächste Ziel. Günther, jetzt aber flott, es geht heute in die Berge, in den Taroko Nationalpark.
Diese tiefen Schluchten ziehen sich durch die gesamte Gebirgsregion. Wie schon gesagt, die Strände in Taiwan sind groß und wenig frequentiert. Was uns auffiel, die Taiwaner haben kleine Minihäuser als Grabstelle, soweit sie es sich leisten können. Diese Toilette in Form eines Schiffes sahen wir am Wege. An der Küste lang geht es nach Keelung, Taiwans zweitgrößter Hafen. Dieser Platzregen war dann auch schnell wieder vorüber. Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es am nächsten Tag im großen Bogen nach Taipei zurück. Im Jeju Geopark bewundern wir aus dem Kalkstein gewaschene Formationen. Im Hafen von Tamsui zeigt uns Frau Wang diese tolle Fußgängerbrücke. Und schon ist unsere Taiwan-Reise zu Ende. Aber wie immer, nach der Reise ist vor der nächsten Reise. Helmut sagt auf Wiedersehen und Tschüss!